übrigens, B-Punkt, ist mir gestern eingefallen, weil du so spendabel warst. Mit hier. Mit deinem Gift-Sub. Kann ich dir auch mal. Ich auch was zeigen. Wo du auch noch mal spendabel sein kannst. Ich mal hier. Ausrufzeichen Spende. Das Overlay, das habe ich schon längst ausgeblendet. Das ist. Weil ich die Hoffnung einfach verloren habe. Wir haben eigentlich eine Spendenaktion hier am Laufen im Juni während des Pride Months. Also wenn du einen kleinen Euro zu übrig hast, dann... Ich glaube, der Alert ist auch ausgeschaltet, das könnte ich mal wieder einschalten. Aber... Frühstücksbrei, wow. Neues Rezept entdeckt. Ja, für einen guten Zweck im Breitbampf. Wollte ich jetzt nicht bedrängen, wo du gerade reinkamst. Aber ja. Wo gerade ein neuer da ist, kann man das doch mal. Wenn man wieder jemand da ist, kann man das mal ablehnen. Ah, Kohle. Mal los hier. Muss natürlich nicht, ist auch völlig legitim, wenn man das nicht macht. Da. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Aber je, ich bin schlecht. Wollte ich jetzt nicht vergraulen. Meine Spendenbettlei. Aber willkommen im Chat. Reboot. Wie viele von denen ich dann schon. Ich brauche deutlich mehr. Vier habe ich schon. Jetzt muss man gucken, dass dann vielleicht schon das erste von denen mal machen. Okay, einen Eisenbahn brauchen wir noch, dann können wir die Windmühle schon mal machen. Ich glaube, die Windmühle ist erstmal Prio 1. Danach können wir. Jetzt soll jetzt den Schreibtisch von Arthur angehen. Ich mache hier Gartenarbeit, während die anderen schlafen. Wie geht's denn heute? B-Punkt. Wie ist da so auf dich eingestimmt damit, dass ich dich gar nicht. Nicht richtig begrüßt habe. Wie geht's? Wie steht's? Was gibt's Neues in deiner Welt? Frühstücksbrei, es gibt Haferflocken für jeden. Ah, Honigsirup. Geil. Dann noch mal braten.
Bitten wir doch mal mit. Ich trau mich nicht, wenn man dann irgendwas von dem dazu findet, dann wird wieder. Dann wird da wieder Mist draus. Kummer ist mir zu wertvoll. Guten Morgen. Mögliche Umarmung für dich. Noch eine Umarmung für die Katze. Du hast doch bestimmt Bock auf Frühstücksbrei. Kaffee für das Schaf. Schön hyperaktiv, dass das wird. Guten Tag. Schön umherhüpfen kann. Für irgendwas muss doch diese Sellerie zu gebrauchen sein. Frühstücksflocken. Auch für dich. Was? Das Mais und Sirup drin. Okay. Ich weiß nicht. Ja gut, ich weiß nicht, aus was der Sirup besteht, aber ich glaube, es war Ahornsirup. Merkwürdig. Ist hier nicht vegetarisch genug. Das sind jetzt alle versorgt, die versorgt werden sollten. Ich glaube, wir sind schon irgendwo angekommen. Oha! Da ich mal den Alert ausgestellt. das ist meine Strafe. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt habe ich den. Ich muss den Alert dringend wieder einstellen. Kann ich heute mal wieder ein bisschen. Heute Abend mal wieder ein bisschen Geld an die Vereine verteilen. Weiß nicht, wie ich das aufteilen soll, aber mach ich schon. Wenn ich jetzt einer. Ja, deine gute Tat für den Tag getan. Und wie meinst du, das ist schwierig? Da ist Better Place. Ist Better Place die Spendenseite nicht gut gemacht? Jeden Tag? P-Plus, okay. Du musst da nicht, ich meine, vielen Dank dafür, dass du jetzt eine tägliche Spende eingerichtet hast, das ist natürlich umso fantastischer, aber es ist da. Ich glaube, das geht auch. Also, ich fand Better Place ziemlich übersichtlich, also ich habe da auch schon ein, zwei Mal gespendet, da ist. Also, für meine Begriffe war das recht übersichtlich, aber kann ja jeder anders finden. Hast du jetzt hast du jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet oder was?
man kann da auch Einzelspenden machen. Das war jetzt nicht nötig, dass du da einen Dauerauftrag einrichtest. Mein First Time vielleicht deswegen. Ich fand das auch beim ersten Mal ja gut. Hast du da wirklich eine. Du hast da jeden Tag geschrieben. Hast du jetzt da wirklich eine. Dann wird doch nicht dein Geld los. Hast du dein ganzes Geld. Jetzt mal im Ernst, hast du da wirklich da. Das können wir doch nicht machen, oder? Dass du da täglich spendest. So viel Wohltätigkeit ist ja dann auch zu viel des Guten. Oder verstehe ich das falsch? Wir werden es ja sehen. Damit wo nochmal ein Ort reinkommt. Ja, okay, wir haben jetzt hier keinen. Ja, schreib. Wenn du das Geld hast, dann bedanke ich mich im Namen der Vereine ganz herzlich für. Da bin ich wieder, da bin ich fast. Was? Ja, nein. Was? Nein. Ist ja und nein. Bis dann. Meine Spendenaktion geht auch noch ein paar, nur noch ein paar Tage. Der Breitenlauf ist bald vorbei. Es ist da so tragisch, weiß es nicht. Du hast jetzt kein Jahresabo abgeschlossen. Aber wie ist jetzt ja, nein? Wir verstehen uns falsch. Das kommt vor. Klär mich auf. Ich verstehe gerne Sachen falsch. Sag mir, wie es richtig ist. Sag mir, wie ich es zu verstehen habe. Ja, nein, habe ich jetzt gar nicht verstanden. So. Was denn? Nicht das Ping-Pong. Nicht das Aufklären. Ich sagte, klär mich auf, was du mit deiner Spende meinst. Ja, das würde ich gar nicht sagen. Das ist meine Güte. Da verstehen wir uns schon wieder falsch, dass da. Nicht, dass ich jetzt hier von dir irgendwas mehr verlangen als da. Große Güte. Nein. Oh, die einmal ist. Ist Hammer, dass die ja. Dass du das überhaupt gemacht hast. Große Güte. Wir reden an einem vorbei. Vielen herzlichen Dank nochmal für deine einmalige Spende. Ohne das jetzt betonen zu wollen. Also was wissen du jetzt hier? Irgendwas, keine Kohlenhydrate, keine. Was will denn der feine Herr hier? Was will denn der hier? Du willst Papa kauen. Oder Kaffee willst du nicht, weil du es schon hattest. Fisch. Der Fisch hat natürlich keine Kohlenhydrate. Das ist. Das ist
Der spielt Geige, das hatten wir noch nicht gesehen. Du hättest das mit dem Missverständnis ist vorhin aufgekommen, weil du da irgendwas mit jeden Tag hast du geschrieben. Das war wahrscheinlich, ja, das habe ich falsch verstanden. Das hast du bezogen auf deinen Lurk. Du bist jeden Tag im Lurk. Also jedes Mal, wenn ich streame, bist du im Lurk. Ich wollte schon. Vielleicht ist das falsch verstanden. Das kam so unmittelbar miteinander, das dann. Ich wollte schon sagen, bist du verrückt. Jeden Tag. Zu viel des Guten. Aber das ist schön, dass du den Stream verfolgst. Ich sag's immer wieder. Ich sehe es ja, Twitch verrät's mir. Twitch sagt mir immer, dass. So ruhig kann man das machen. Twitch verrät mir ja, dass immer so 3-4 Leute zuschauen, dass da mal. Ich habe da noch 2-3 mehr Lurker, die hier ein bisschen rumwirken. Ich finde es auch gut, wenn mal im Chat mitgeschrieben wird. Das finde ich auch mal ganz. Ein aktiver Chat ist natürlich noch ein Stückchen besser. Aber ist auch schön, wenn sich mal welche Leute trauen zu schreiben. Aber ich sag's immer wieder am Ende jedes Streams. Ich bin dankbar für jeden Lurk-Support. Das ist halt. Egal, ob man jetzt mitschreibt oder einfach nur still dazu zuschaut. Finde ich beides großartig. Ich kenne es ja auch von mir selbst, dass da nicht immer. Ich meine, ich schreibe auch bei vielen Streamern mit, wenn ich im Chat dabei bin. Da schreibe ich dann zumindest mal Hallo und mach dann auch mal ein bisschen. Misch mich da auch ein bisschen rein. Aber. Ich bin auch manchmal bei Leuten im Lurk und mach dort einfach. Mach nebenbei andere Sachen, zum Beispiel, wo ich dann mal Thumbnails für Videos oder Vorbereitung für einen Stream oder irgendwas. Irgendwas nebenher. Wo ich dann eben nicht mitchatten kann oder so. Manchmal habe ich auch keinen Bock drauf, da mich mit in die Diskussion einzumischen und verfolgt das einfach still und leise. Lass mich einfach rieseln. Das ist auch völlig legitim. Ich glaube, wir müssen mal irgendwo zum Händler fahren, den wir fragen, ob er uns Eisenbahn verkaufen kann. Sonst dauert das hier noch ewig. Kein Aluminium hier. Das ist blöd. Das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht Nacht sein. Können wir schon mal den. Irgendwo gab es doch den Verkauf. Käufer. Ist noch eine Seele? Okay. Dann haben wir die schon abgeholt. Albert's Werft. Ja, ist doch klar. Du machst das, was ich fast immer mehr finde, Gameplay und Unterhaltung. Ja. Und das schon seit über 7 Jahren. Nicht auf Twitch, aber auf YouTube. Auf YouTube seit Januar 21. Auch schon über 2 Jahren. Auf Twitch auch schon seit über 2 Jahren.
Auf YouTube jährt sich nächstes Jahr zum 8. Mal. Das ist da. Ja, das ist doch schon. Auf YouTube mache ich das schon eine ganze Ewigkeit. Let's Plays, Gameplay, Unterhaltung. Teasern. Das mache ich gern. Das mache ich da rein für. Wie ich immer sage, das mache ich für einen und für wenige. Das verstehen erstaunlich auch auf meinem auf Discord, auf der Discord mein ich nenne es mal Freundeskreis, meine Kontakte auf Discord verstehen einige nicht. Das ist so, das merkt ja auch man, dass da so ein bisschen dieses vom habe ich über Twitter gefunden, ist immer so ein nebenbei, klingt vielleicht komisch, aber mir persönlich hilft das mich nebenbei beim Arbeiten mit Co-Working sozusagen. Ich laber dich voll, während du andere Sachen machst. Das mache ich gerne. Da habe ich nichts dagegen. Oh, was gibt's? Sicherlich kannst du etwas Nahrhaftes für mich auftreiben. Bestimmt. Wer ist denn dieser Sache hier? Gemüsepfanne war es, glaube ich. Was war bei dir? Sag mal, bleib mal hier. Sieh mal. Ich habe etwas gefunden. Geschenk, Miniatur, Diorama. Aha. Aber du wolltest doch was hier. Komm, bleib mal stehen. Apfelkuchen. Schmackofazzi. Das, was die. Das, was von manchen höre, was die nicht verstehen, also das ist da. Also das. Ich hab nicht wirklich. Also kann ich auch wirklich so sagen, ich habe auch wirklich keinen Bock. Ich habe nicht immer Bock drauf. Also ich habe da. Also so wirklich berühmt zu werden, oder wenn es so viel. Also, also es könnte natürlich ein bisschen noch ein bisschen mehr sein, so ein bisschen. Ich glaube, so wie es gerade ist, finde ich es eigentlich ganz entspannt, so dass man. Dass der Juli ab und zu vorbeikommt, dass der B-Punkt ist da, das ist dann ab und zu mal ein oder zwei aktive Leute im Chat. Könnten auch mal mehrere gleichzeitig sein, das habe ich auch nichts dagegen, aber ich hätte nichts davon, ich fände das nicht so toll, wenn dann. Wenn der Chat hier auf und ablaufen würde, wenn das wie bei berühmten Streamern, wenn ich beim Gronkh mal reingucke, wenn ich dann sehe, wo der Chat eigentlich eine pausenlos, obwohl da Slow Chat eingestellt ist, ist da schon ratet der Chat nur so durch, dass da so wo man kaum noch irgendwas lesen kann und wie es dann das wäre mir das ist da nee, das wäre mir. Das würde ich einfach nicht wollen. Ich mag das übersichtlich. Also ja, Affiliate hätte ich schon gern mal auf Twitch, das wäre ein Ziel, das strebe ich mal noch an. Da habe ich die Voraussetzung schon fast komplett erfüllt. Die Followeranzahl dafür habe ich schon. Die Streamzeit habe ich dafür auch schon. Jetzt brauche ich nur noch regelmäßig aktiven Chat dafür. Das mangelt bei mir noch ein bisschen. Also da müssen ein paar Leute mal. Da muss ich mal so ein bisschen mal. Das heißt immer so mindestens drei Leute, die gleichzeitig chatten. Da muss ich so ein bisschen. Aktive Zuschauer steht da. Also ich glaube, aktiv ist damit gemeint, dass da wirklich da Leute. Ja, aktiv war jetzt, dass die. Juwelieren. Okay. Bei der nächsten Gelegenheit verfügbar. So, wo war der?
würde sagen, hier in Fugawa war auf jeden Fall eine hier ein besonderes Kaufen. Nein, der hat nix. Umba, glaube ich, auch noch einer. Glas, Metallseil. Gibt's irgendjemand, der Samen wenn ihr gekauft? Ich fürchte, nein. Gibt's nicht wirklich jemanden, der Aluminium verkauft? Wir müssen entweder Minen holen. Da hatten wir auch nicht wirklich Glück. Oder hier mal irgendwie ein Kisten bekamen. Hab ja schon ein bisschen Werbung gemacht heute durch. Du, das haben schon einige versucht. Das ist da schon. Haben mir auch schon einige gesagt, du, ich habe Werbung gemacht. Ich bewerbe dich. Es ist irgendwie. Ja, zu meiner Anfangszeit, so 2016, 2017, als ich auf YouTube angefangen habe, habe ich auch selbst noch Werbung für mich gemacht, was finde ich ein bisschen erbärmlich. Da bin ich drüber hinaus. Bin ich ein bisschen reifer geworden. Ist dann so, abonniert meinen Kanal, finde ich ein bisschen, ist so ein bisschen, habe ich so ein bisschen gesagt, nee. Für das Niveau muss ich mich dann irgendwann nicht mehr hinabbegeben. Ist dann auch irgendwie, ja, und bringt auch nichts. Ja, YouTube, vor allem YouTube, ich weiß nicht, wie das auf Twitch ist, da mache ich das noch nicht lange genug. YouTube ist halt. Der Algorithmus ist halt nicht für kleine Leute ausgelegt. Nicht für kleine Kanäle. Das ist da. Weiß niemand, glaube ich, wirklich, wie der funktioniert, der Algorithmus, aber das gehört halt, da gehört halt viel Glück dazu, dass du ein Video hast, was. Ich glaube, die Videos werden da einzeln vorgestellt. Da musst du Glück haben, dass dein Video da reinpasst in den Algorithmus und Leuten vorgeschlagen wird. Dann braucht es halt noch das Glück, dass Leute, die das dann auch auf den Kanal kommen, dann auch bleiben. Dass die nicht nur für das eine Video reingucken und dann gleich wieder weg. Wird mal wieder angeln gehen. Meine aktuell ist gerade nur. Wir sind hier gerade beim Aluminium jagen. Deswegen. Können wir mal hier ein bisschen quatschen. Ein bisschen Just Chatting ins Bild für. Oh oh. Also ich hatte schon, also ein, zwei Videos gab es von mir schon, die da auf YouTube dann. Dieses eine Adventsvideo hatte ich ja schon, was dann auf einmal irgendwie das Adventskalender Kerzen anzündende Video. Mit dem ersten Advent eine Kerze angezündet habe. Da ich dann auf einmal 45.000 Aufrufe irgendwie. Die irgendwie fast an einem Tag gekommen sind. Das ist dann so ein Glückstreffer, wo man halt einfach dann. Davon ist glaube ich auch keiner geblieben. Das ist halt deine Videos dann im Algorithmus anderen vorgeschlagen werden. Du musst halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort Videos hochladen. Ja, und ehrlich gesagt, Gaming. Also wenn du wirklich erfolgreich werden willst, ist Gaming nicht mehr wirklich das Ding. Es ist
wenn du deinen Kanal darauf aus hast, erfolgreich zu werden, dann musst du was anderes als Gaming machen. Und ich mache es ja nicht, um erfolgreich zu werden, deswegen passt schon. Ist in Ordnung. Ich habe Spaß beim Zocken. Und lass da halt. Ich mache die Videos hauptsächlich für mich selbst einfach. Das, so ist das irgendwie. Das ist da. Ich habe einfach Spaß beim Zocken und nebenbei. Nebenbei läuft halt einfach OBS mit. Das ist, während ich dann. Ich quatsch halt mit mir selbst, während ich spiele. Das ist dann. Auf Twitch gibt es dann halt noch die Möglichkeit, deswegen habe ich dann mit Twitch angefangen, weil es dann halt noch die Möglichkeit gibt, dass da theoretisch auch mal jemand vorbeikommen kann. Das nicht nur mit mir selbst quatscht, sondern auch mit anderen Leuten. YouTube ist halt so, das ist halt die On-Demand-Videos, die da quatscht halt dann nur mit dir selbst. Das ist dann einfach. Da reagiert keiner im Chat. Später in den Kommentaren vielleicht, aber ja, das mit den Kommentaren auf YouTube ist auch so eine Sache. Ist jetzt nicht so direkt. YouTube ist jetzt nicht so die Plattform für Interaktion mit den Zuschauern. Da muss man Twitch für machen. Ich weiß nicht, ich bin da. Deswegen habe ich es auch 7 Jahre lang ausgehalten. Seit das man da. Deswegen habe ich es weitergemacht. Weil ich es wirklich nicht für die. Das beweist es eigentlich schon. Dass ich es immer noch mache. Das ist da. Das hätte nicht auf Fame aus bin. Wenn ich auf Fame aus wäre, dann. Und auf die Klicks und so weiter, dann hätte ich irgendwann aufgehört. Dann hätte ich gleich gemerkt, bringt nichts. Scheiße. Dann hätte mein Kanalkonzept geändert. Hätte irgendwie. Hätte ich Fortnite gespielt. Ja, gut, das habe ich, aber. Da hätte ich meinen Kanal nur auf Fortnite-Videos umgestellt. Ich habe es mal spaßeshalber. Ich glaube, zum 1. April habe ich mal so getan. Guck mal, Leute, ich mache jetzt Fortnite-Videos. Da habe ich so ein bisschen den April-Scherz draus gemacht. Ab heute nur noch Fortnite-Videos, let's go. Das war so ein bisschen, das war so ein April-Scherz von mir. Da habe ich dann an einem Tag drei Parts von Fortnite online gebracht und ja, am 2. April dann nicht mehr. Das war dann so ein bisschen der Aufhänger.